Das Projekt heißt Transformation Kultur Geschlecht und das handelt sich um ein DAAD gefördertes interkulturelles interdisziplinäres Projekt. Da geht es um die Analyse der realen Geschlechterverhältnisse und auch um die Analyse der Geschlechterbegriffe, also der symbolischen Verhältnisse in Tunesien und im tunesisch-deutschen Vergleich. Also wir arbeiten hier von der Leuphana zusammen mit zwei Universitäten in Tunesien, mit einer der Universität Manuba in Tunis in der Hauptstadt, aber auch mit einem kleinen Institut im Süden Tunesiens. Und da ist schon mal der Transfergedanke drin, weil Tunesien sehr zentralisiert immer noch funktioniert und die Peripherie teilweise abgehängt ist. Tunesien entspricht auch so gar nicht dem Klischee eines arabischen, muslimischen, womöglich islamistischen Landes, sondern Tunesien hat immer sehr starke Modernisierungsdiskurse gehabt. Also da gibt es ganz viele Akteure und ganz viele Ebenen. Und wir arbeiten eben mit den Unis zusammen und wir arbeiten auch mit lokalen Vereinen zusammen, auch mit lokalen Institutionen der Frauenförderung, aber zum Beispiel auch mit einem queer-feministischen Kunstfestival in Tunis und unterstützen da die Akteure bzw. lernen von denen. Das ist wirklich ein beidseitiges Geben und Nehmen.